Dieses Buch macht es Ihnen sehr einfach. Denn wenn Sie die ersten 20 Seiten gelesen haben und nicht den Impuls verspüren, unbedingt wissen zu wollen, wie die Spannungslinie dieses Buches verlaufen wird, das heißt auch zu verfolgen, wie der seismische Stoß, der ganz am Anfang dieses Romanes steht, sich im Laufe des Romans auf- oder abbauen wird, dann sind Sie für das Buch verloren. Es gibt ganz wenige Bücher, von denen man sagen könnte, Ihre wichtigste Spannungsszene steht so sehr auf der Stirn dieses Buches, wie es bei Richard Yates der Fall ist und seinem Hauptwerk, wenn man so will, Zeiten des Aufruhrs. Yates hat nur 7 Romane geschrieben. Er ist das, was man an author's author nennen könnte. Also amerikanische Schriftsteller der Gegenwart werden sich alle im größten Respekt auf diesen in den 80er Jahren verstorbenen Richard Yates beziehen. Der nur 7 Romane schrieb, der nur einen Roman unter diesen 7 Romanen selber als gelungen bezeichnete. Das ist polemisch dem eigenen Werk gegenüber, denn es gibt mit Easter Parade mindestens noch einen sehr großen Richard Yates Roman. Aber was Yates als Autor kann, ist staunenswert und ist nicht umsonst eine der Grundquellen für den modernen amerikanischen Realismus geworden. Yates, eine getretene Kreatur, der im Grunde genommen in 2 Elementen kontinuierlich war im Leben. Er ist unglücklich geblieben und er ist ein Süchtiger bzw. ein Alkoholabhängiger geblieben. Er hat sich in mehreren Jobs versucht. Er war mal der Redenschreiber für Robert Kennedy, aber Kennedys Leidenschaft war nicht groß genug für die Texte von Yates, der, wie viele sagen, die überzeugendsten, die emotionalsten Texte für Kennedy geschrieben hat. Er hat in Hollywood ein paar Filmdrehbücher geschrieben, die nicht alle realisiert wurden, bemerkenswerte Bücher, unter anderem für Fred Zinnemann geschrieben. Er hat dann mal unterrichtet eine Zeit lang, aber er war ein merkwürdiger Dozent, der noch als er schwer lungenkrank war und ein Sauerstoffgerät neben sich im Auto führen musste, immer abwechselnd eine Zigarette rauchte und dann den Schlauch in den Mund steckte, um sich Frischluft zuzuführen. Und dieser Mann wird in seinen Texten so zart, dass man all diese vielen Brüche, diese Risse, die durch Beziehungen gehen, die Verhältnisse von innen verfallen lassen, die Desillusionierungsprozesse, auch Prozesse des Kapitulierens, des Fatalistischwerdens auszeichnen, der alle solche Prozesse bündeln kann und in ganz fragile Gemälde hineinkomponiert, sodass man sagt, jeder einzelne Faden in diesem Erzählstrang führt und hält das Gewebe und im Augenblick, wo einer fällt, werden sie allmählich alle fallen, wie die Maschen fallen und werden das Gewebe fadenscheinig machen und schließlich werden sie es zerstören. Und solche Zerstörungsprozesse in psychologischen Verhältnissen, auch in Ehen, auch das Kranken an Illusionen zum Beispiel, sind Grundthemen für Richard Yates, der alleine ein Ehepaar konstruieren kann, das im Grunde genommen an den Utopien, die dieses Paar von sich entwickelt, zerstört wird. Also die Frau, die nach Frankreich möchte, die in die Ferne möchte, die ein zweites Leben ergreifen möchte, der Mann, der bleiben möchte und der sich eine ruhige und durch das Schreiben gekennzeichnete Existenz wünscht. Und diese beiden Wünsche kollidieren. Und gerade in der Kollision führen sie schließlich dazu, dass das ganze Paar in die Situation der Krise eintritt und zerfällt. Das ist rasant erzählt. Und ich glaube, dieser Roman macht viele andere Romane, besonders Eheromane, überflüssig. Liest man einen, hat man viel über viele erfahren, die sehr viel dünnflüssiger schreiben als Yates.